Trotz Protesten hat die Deutsche Welle in Moskau nach einer Anordnung durch die russischen Behörden ihr Büro schließen müssen. Laut dem Sender wurde den Beschäftigten die Akkreditierung entzogen. Von der Bundesregierung hieß es, die russischen Maßnahmen seien völlig unbegründet. Sie widersprächen der Pressefreiheit. Eine Zulassung sei vorhanden gewesen. Russland solle das verhängte Sendeverbot zurücknehmen. Kritik kam auch von Frankreich und von der Europäischen Union. Diese Entscheidung durch die russischen Behörden ist inakzeptabel und entbehrt jeder Rechtfertigung. Die Anordnung zur Schließung des Moskauer Büros der Deutschen Welle erfolgte nach dem erlassenen Ausstrahlungsstopp für den russischen Fernsehkanal RT.de in Deutschland. Laut den zuständigen Stellen hatte der Sender die erforderliche Zulassung nicht beantragt. Kritiker bezeichnen den Sender als Propagandainstrument des Kremls. Das russische Außenministerium zeigte sich von den Protesten in Deutschland zunächst unbeeindruckt. Wenn Deutschland in Richtung Eskalation geht, werden wir entsprechend antworten. Wenn Deutschland in Richtung einer Normalisierung der Situation geht, werden wir auf ähnliche Weise antworten.